Vor kurzem habe ich ein wahnsinnig geniales Feedback bekommen von einer Person, die nicht in die Kirche kommt, sondern nicht einschaltet, die aber auf verschiedenen Ebenen mit uns zusammen vom Kalkofen her unterwegs ist. Und sie hat mir gesagt, das ist schon unglaublich. Alle eure Leute sind freundlich, loyal, treu, gut getroffen und können in jeglichen Situationen ohne Ruhe bewahren. Und ich habe die Person angeschaut und dachte, das ist auch eines der schönsten Feedbacks, die ich jemals bekommen habe. Weil genau das ist ja das, was wir uns so wünschen, dass das, was hier passiert, Sonntag für Sonntag, dass das rausgehen darf, dass das Menschen erleben dürfen, dass das Licht, das Gott in unser Herz hineinlegt, auch an ganz unterschiedliche Orte darf gehen. Ein bisschen später ist mir dann eben genau das Feedback wieder in den Sinn gekommen, weil ich in der Bibel gelesen habe, wie der Paulus einen genialen Tipp uns gibt, der uns, die im Glauben unterwegs sind. Er sagt im Kolosser 4,5, verhaltet euch weise und besonnen denen gegenüber, die keine Christen sind. Macht das Beste aus dieser Zeit, die euch geschenkt ist. Redet mit jedem Mensch freundlich. Alles, was sie sagen, soll gut und hilfreich sein. Bemüht euch darum, für jeden die richtigen Worte zu finden. Und mich hat das berührt, weil ich daran glaube, dass sogar das ein Grundwert ist von der Hope & Life Kirche. Auch dank dem Könu der Andrea Blaser, wo wir Sonntag für Sonntag geniale Predigten, Inputs, Bücher, Coffee Talks, so viel Grund, wie soll ich dem sagen, Grundtheologie überkommen, dass eben wir können Unterschied machen an dem Ort, wo Gott uns hergesetzt hat. Und ich habe mir überlegt, wir haben in unserer Kirche alles, ganz verschiedene, unterschiedliche Leute. Wir haben Bauern, wir haben Lehrer, wir haben Security, wir haben Leute aus dem Gesundheitswesen, wir haben die genialsten Rentner, wir haben so viele verschiedene Leute. Und so viele verschiedene Leute, die an unterschiedlichsten Orten daheim sind. Und Jesus sagt zu unserer Bibel, wir sollen das Licht in jede Ecke der Welt bringen. Und ich habe mir überlegt, das ist so genial, wir können Sonntag für Sonntag treffen. Wir können Livestream rauslassen, aber wir können zusammen an unterschiedlichen Orten einen Unterschied machen. Und ich möchte euch Danke sagen, weil genau ihr, egal ob ihr auf Livestream eingeschaltet habt oder heute da seid, ihr kommt an Orten her, wo ihr nicht herkommt. Oder Könu nicht herkommt, oder Andrea nicht herkommt. Dann kommen Orte her, wo Gott euch bewusst hat eingesetzt, für Licht in die Welt hineinzubringen. Und ich glaube, das ist genau das, was wir als Kirche machen können, der Unterschied, den wir machen können. Dass wir uns überlegen wie gehen wir mit den Menschen um und so ein bisschen von dem Licht, das Gott uns in der Bibel am Sonntag immer wieder ins Herz hineinlegt, dürfen weitergeben, weil Gott liebt Menschen. Und ich bin so dankbar, dass so viele geniale Menschen von der Hope & Life Kirche helfen, die Botschaft rauszutragen.